beschäftigst du dich einen Tag vorm Spiel? Es war richtig. Top. Möchtest du nochmal sagen, was hier passiert ist gerade? Ja, 471. 471 ist der Code, ganz klar. Ne? Eingeben und das öffnet sich. Seht ihr ihn? Ja, okay. Dumme sieht ihn. Horn sieht ihn. Vanish sieht ihn. Ich hab gar nichts gesehen. Und du siehst ihn auch, oder? Was, Bruder? Brava, kleiner Kosch. Er lässt mich nicht im Stich. Das ist gut. Ich sag's doch immer wieder, er lässt mich nicht im Stich. What do you have? So, Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir starten dieses Video wieder mit den besten Leuten aus Flensburg-West. Vielen, vielen Dank. Dillenberg hat wieder rasiert. Hello, Nummer Pizza 37. Schneidet man sich jetzt ins Gehirn rein. Avocado Pumbes. Looks great. Chili Cheese Pumbes. Yummy. Was? Krach? Oh yeah. Avocado Pumbes. Ja. Mit alles. Mhm. Und Chili Cheese Dene. Knallen wir uns rein und wir sehen uns morgen früh. Gassi-Runde gegen Werder Bremen. Good morning, meine lieben Freunde. Gestern noch ein bisschen gezockt. Ich sag's euch, diese Exit Games sind krank. Die machen so viel Laune. Wow. Der Typ, der die entwickelt hat, ich will ihn unbedingt kennenlernen. Aber Matchday, Freunde, heute 13.30 Uhr gegen Werder Bremen 2. Gute Mannschaft, fußballerisch top. Freue ich mich drauf. Wir müssen alles reinhauen, den Spaß am Spiel nehmen. Den Spaß am Spiel nehmen. Und dann haben wir eine gute Chance. Anders. Keine Chance, wenn wir wieder hinterherlaufen, in der Mitte hin und her springen, dann wird das nichts. Deswegen von Anfang an wach sein, dazwischenhauen und selber seine Qualität auf den Platz bringen. Dann wird das was. Jetzt dribbeln wir unsere Runde zu Ende, dann geht's nach Hause, dann gibt's Frühstück. Gassi-Runde beendet, jetzt gibt's Frühstück. Immer noch krank Bock auf Cornflakes. Cornflakes knall ich mir richtig in Hellen. Obst muss sein, gib dir Juice, Vitamine sind wichtig. Und dazu Ebekapofo. Freunde, diesmal nur eine kleine Portion Cornflakes, ein bisschen Ananas, a big one und das war's auch. Denn wir spielen 13.30 Uhr, ihr wisst es, 3 Stunden vorher gibt es nochmal Nudeln und man soll ja auch nicht zu viele Magen haben. Ich knall mir das jetzt rein und dann werden noch Nudeln gemacht. 10.30 Uhr, Nudeln sind ready. Ein bisschen Maggi rein. Yum, yum, yum. Und Aseldoku. Getränk. Babo. Was guckst du da? Aseldoku. Ist gut? Geil, geiler Trainer. Was ist die beste Fußball-Doku, die du jemals geguckt hast? Boah, ich glaube Manchester City. Kannst empfehlen? Aber der Trainer ist auch geil. Wie heißt die Serie? All or Nothing von Arsenal. Vamos, Freunde, es geht los. Ich muss sagen, ich bin nach langer Zeit irgendwie mal wieder so ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Es ist einfach so. Vielleicht steht viel auf dem Spiel, obwohl wir noch am Anfang der Saison sind, aber keine Ahnung, es ist halt so. Ich freue mich drauf, geiles Spiel, guter Gegner. Ich bin gespannt, wer aus der ersten da alles runterkommt, denn in der Tabelle stehen die nicht so gut da. Ähnlich wie Holstein Kiel, die waren ja auch Drittletzter oder so und haben eigentlich auch sehr, sehr gut gegen uns gespielt. Das erwarte ich heute auch. Wir hauen rein, von der ersten Minute, Zweikämpfe gewinnen, den Jungen den Spaß nehmen und dann haben wir eine gute Chance. Vielleicht einen Standard reindrücken, in Führung gehen und dann wird es schwer gegen uns. Also, wir sehen uns gleich im Money. Wow. Ladies and gentlemen, it's match day. Thank you.
CD zu verlieren, ne, Lady? Keiner weiß, wie wir verloren haben. Wir haben jetzt echt mal, ich glaube, beste Saisonspiel gemacht. Trotzdem sind wir verloren. Wir hätten noch 3 Tage spielen können. Wir hätten, glaube ich, kein Tor geschossen heute. Tut weh. Tut weh. Ich glaube, so eine die Bremer Mannschaft war noch nie so schlagbar und wir verlieren 2-0. Die Saison ist zum Glück noch lang, aber das war ein bisschen zu wenig, leider. Aber es geht weiter. Du findest das, darf ich Fragen stellen? Du findest das dein euer bestes Saisonspiel heute gewesen? Ja. Sah als Zuschauer nicht so aus. Fußballer haben wir wirklich gespielt. Letzter Pass hat gefehlt. Bist du zufrieden mit deiner Leistung heute? Ja, Standards waren ein bisschen Müll, aber sonst war es okay. Gehen weiter. Wir hatten viele Chancen. Der Ball wollte heute nicht rein, leider. Jetzt gehen wir nach Hause und Montag geht's weiter. Das hilft ja nichts. Ja, Leute, 2-0 verloren. Jetzt ist man natürlich bedient. Fährt bedient nach Hause, obwohl wir gerade erste Halbzeit sehr gut gespielt haben. Ding wollte nicht rein und wenn das Ding aus dem Spiel nicht rein will, dann müssen wir eigentlich Standards nutzen. Muss ich mir ankreiden, die müssen deutlich besser kommen wieder. Die waren heute gar nichts. Akzeptiere ich, fasse ja meine eigene Nase. Nächstes Spiel wird es wieder besser. Aber wir müssen positiv denken. Montag neu arbeiten, dann geht es gegen St. Pauli. Positiv aus dem Spiel mitnehmen. Ich glaube, wir hätten bis morgen spielen können. Wir hätten kein Tor gemacht. Heute ist manchmal so. Aber fußballerisch war das in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen mehr reinwerfen gegen den Ball. Ein bisschen geiler sein auf den Sieg. Nehmen wir mit in die nächste Woche. Und gegen Pauli zeigen wir dann ein anderes Gesicht. Jetzt geht es erstmal nach Hause. Was fressen. Und dann falle ich noch richtig tief ins Loch. Denn es geht nach Hannover. Kurz ein paar Sachen regeln. Habe ich richtig Bock drauf. Aber was muss, das muss. Also. Ab ins Loch. Ab ins Loch. Kraft. Ja, Kraft. Ja, Leute, belüftendes Ergebnis, aber Analyse gibt es natürlich trotzdem. Warum auch nicht? Ihr seht es, 11,8 Kilometer, Power 86, nach oben gegangen, Sprintdistanz 1241, eigentlich wie immer. Und jetzt kommt's. Sprint 29,5 km/h. 0,5 noch, dann haben wir unser Ziel erreicht. Damit kann ich schon mal arbeiten. Hier habe ich wieder eine interessante Grafik für euch. Und zwar bei Kraft, seht ihr es. Erste Halbzeit, ganz, ganz wildes Ding hier. Die linke Grafik von den beiden Spielfeldern und rechts. Zweite Halbzeit, man muss sagen, ein bisschen zu kopflos leider. Und viele lange Bälle, nicht mehr so Fußball gespielt wie in der ersten Halbzeit. Deswegen weniger Arbeit, mehr Quatsch, kann man schon sagen. Zweite war zu wenig, müssen wir uns ankreiden. Standards muss ich mir ankreiden. Und hier seht ihr nochmal die Prozentzahlen. Ich hatte wieder keinen Abschluss. Ist auch von zu wenig für mich. Ich hatte eine gute Freistoßposition nicht genutzt. Aber ansonsten nicht wirklich gefährlich gewesen nach vorne. Muss ich weiter besser daran arbeiten. Das war's. Aber ich glaube, die beiden Grafiken der ersten und zweiten Halbzeit zeigen das ganz gut. Erste Halbzeit hätten wir uns belohnen müssen. Haben wir nicht. Fußball wird nach Toren entschieden. Da steht bei uns ein Donut und deswegen haben wir zu Recht verloren. Also weitermachen. Jetzt heißt es Sachen packen und ab nach Hannover. Ab nach Hannover und. Hast du Bock eigentlich? Ich habe gar keinen Bock. Aber was muss, das muss. Schöne 3-Stunden-Tour, jo. Naja. Egal, ne, hilft nichts. Sachen packen und los. Wer schnuppt hier? Schnick, schnack, schnuck. Wer fährt? Als ob du fährst. Ja, nö, ich dachte. Bietest du es mir? Super, Dominik. Bietest du es mir an? Ich muss kurz nachdenken, was ich nehme. Okay. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Und tschüss. Du fährst. Tschüss. Hat einmal die Chance. So, Freunde. Wir sind auf der Autobahn Richtung Hanne. Ich habe Xingqiang schon verloren, aber... Madame fährt. Ich bin sehr zufrieden. Ja, jetzt geht's nach Hanne, paar Sachen regeln. Montag geht's wieder nach Flens. Erst nach Hamburg, dann nach Flens. Kommt eine coole Sache auf euch zu. Seid coole gespannt. Sache. Unfassbar kranke Sache. Checkt gerne dazu auch meinen Instagram-Kanal. Kannst du sagen, dass es ein Traum von mir ist, ja? Ein Traum von Lynn wird wahr. Ja. Sagen wir es mal so. Und deswegen schaut rein und lasst ein bisschen Liebe da. Ja, Sonntag geht's weiter gegen St. Pauli. Wieder eine U-Mannschaft. Da haben wir die Chance, es besser zu machen. Und wir werden es besser machen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, ein Kommentar da, was auch immer, egal was, ich würde mich sehr freuen.
Daumen nach oben heißt? Kopftätscheln. Daumen nach oben heißt? Kopftätscheln. Kopf hoch, weitermachen, mehr machen. Ja. Also, vielen, vielen Dank für euren Support und bis nächste Woche in Hamburg.